Hallo, lieber Krebs, schön, dass du hierher gefunden hast. Wir werden uns heute im Kollektiven vom 15. bis zum 31. Januar anschauen in Sache Liebe. Du weißt aber ganz genau, das ist nicht nur die Liebe zu dem Partner, das ist ja klar, hier könnte auch die zwischenmenschliche Beziehung dargestellt werden, die Liebe zu dich selbst, ne? Du valutierst das einfach und dann setzt du es um auf deine eigene Situation. Du weißt aber ganz genau, lieber Krebs, ich erwähne es immer wieder, nicht alles kann auf dich wortwörtlich zutreffen. Nicht jedes Mal ist etwas für dich dabei, ne? Du hast aber einen Aszendenten, Venus und einen Mondsternzeichen, ne? Hör sie dir auch an und dann kannst du es auf deine Situation umsetzen, ne? Okay. Dann starten wir mit den Intuitionskarten für dich im Kollektiven. Mal schauen, was sie uns preisgeben. Vom 15. bis zum 31. Januar, ne? Schon so weit sind wir. Wir haben auch bald den Januar beendet. Die Zeit fließt, die fließt wirklich sehr schnell, ne? Also zumindest kommt es mir so vor. Ich weiß jetzt nicht, ob es dir auch so vorkommt, lieber Krebs. Loslassen. Hier muss man eine Person, eine Situation loslassen, auch die Schattenseite loslassen. Die Schattenseite wird integriert, das ist ja klar. Aber indem wir sie integrieren, lassen wir etwas los von uns. Wir werden leichter. Weißt du, was ich meine? Das ist wie wenn du, lieber Krebs, eine Last hast durch die Vergangenheit, durch diese Personen, die in deinem Leben eine große Rolle gespielt haben und immer noch eine Rolle spielen. Und diese Personen sind nicht aber mehr in unserem Leben, sind nicht mehr vorhanden, aber nur in deine Gedanken, ne? Du denkst an diese Situation, denkst an diese Person. Du kannst das nicht loslassen. Es ist Zeit, dass du hier loslassen tust. Du hast hier eine Meisterzahl. Das ist klar, du musst es hier tun. Das ist wichtig, ne? Damit du hier auch diese Vollkommenheit erreichst. Das ist eine Meisterzahl, ne? Das liegt hier auch in deiner Hand ein bisschen. Also sagen wir mal zu 90%. Ne? Schicksal spielt auch eine große Rolle, aber meistens bist du quasi der Kreator von deinem Leben. Und wenn du nichts tust, wenn du nicht bereit bist, die Vergangenheit loszulassen, die Schattenseite von dir zu integrieren, anzunehmen, guck, was man hier macht. Man nimmt hier diese Schattenseite auch an, ne? Und befreit sich aber auch gleichzeitig, weil man ganz genau weiß, wir sind eins. Das Licht gehört dazu wie der Schatten. Das ist klar. Also du kannst nicht ohne das andere. Das andere existiert nicht ohne, ne, das andere. Ich wiederhole mich jetzt quasi, aber ich hoffe, du verstehst, was ich meine, lieber Krebs. Ne? Also es ist wichtig. Sonst kannst du nicht weiterkommen in deiner Situation, in deinem Leben. Ich könnte mich ja auch vorstellen, dass du quasi jemanden losgelassen hast, dass du schon dabei bist. In diesem Prozess, ne, dass du sagst, okay, ich habe mich entfernt von dieser Person und ich fühle mich auch freier. Ich fühle mich auch frei von dieser Situation. Das könnte auch gut sein, du hast jemanden verloren, weil das tut auch weh, jemanden loszulassen, an dem man gebunden war und diese Person ist nicht mehr in dieser Dimension. Das fällt wirklich schwer, ne? Lieber Krebs. Das kommt aber immer drauf an. Feuer. Und was macht das Feuer? Das Feuer löscht. Das Feuer, purifica, reinigt. Bei uns, es gibt auch Rituale, indem du Dinge verbrennst. Und das ist ein starker Ritual. Du kannst mit dem Dinge verbrennen. Diese Energie löschen. Das könnte ja aber auch gut sein, du musst das Feuer in dir erwecken. Du hast dieses Feuer schon in dir erweckt. Du hast hier ganz viel Kraft, obwohl du ein Wasserelement bist. Also du könntest ja auch in diesem Bereich, im Feuerelement, dein Aszendent, Venus, ne? Das ist jetzt so wie bei mir. Ich bin ja eigentlich nach dem vedischen Krebs, ne? Aber ich habe auch diesen Feuer. Bei mir ist nur Feuer, ne? Aber das ist ja auch schön, dass man quasi mehrere Energien hat, ne? Dass man nicht nur in einer Energie ist, ne? Und das könnte ja gut sein, du hast ja mehrere Energien quasi in diesem Feuerelement. Das könnte aber auch gut sein, du hast mit jemandem zu tun in diesem Feuerelement. Die andere Variante ist,
Du erwächst hier deine Leidenschaft, dein Feuer in dir, diese Flamme wird wieder gezündet, ne? Weil du quasi jetzt weißt, ne? Ich möchte nach vorne schauen, ich möchte nach vorne blicken, ich muss hier eine Reinigung durchführen, wirklich, das ist jetzt nicht nur metaphorisch gemeint, weil du könntest noch Bilder haben, du könntest noch Gegenstände haben von dieser Person, die dich verbinden mit dieser Situation. Diese Dinge gehören nicht mehr. Das sind Gegenstände. Ne? Das ist klar, das tut einem weh, ne? Diese Gegenstände irgendwie ja, wegzuschmeißen oder zu verkaufen, was du auch immer tust. Ne? Aber du befreist dich. Das ist wie eine Art Befreiung in dir, lieber Krebs. Also ich vermute auch ganz stark, dass du das schon gemacht hast, dass du vielleicht schon in diesen auf dem Weg bist, auf dem richtigen Weg. Ne? Wie gesagt, du hast ja auch eine Meisterzahl. Du schaffst das, du packst das. Ne? Du bist der Meister in dir. Das dürfen wir nicht vergessen. Wir sind alle Meister in uns. Ne? Wir sind alle Lichtwesen. Nur wir haben einfach eine unterschiedliche Seele. Die Seele ist nicht gleich von uns. Die Seele, jede Seele hat eine andere Evolution. Es gibt Menschen, die einfach noch verstehen müssen. Es gibt Menschen, die schon so weit sind. Es gibt Menschen, ja, die sind tatsächlich so oft gekommen und haben es immer noch nicht verstanden, ne, was ihre Aufgabe ist, weil die inkarnieren sich ständig, ständig, ständig und wiederholen immer dasselbe. Aber irgendwann mal hat es ja ein Ende. Und wir sind ja gerade an diesem Karma, wir sind ja quasi in diesem Kali-Yuga. Das ist ja wichtig. Wir haben alle irgendetwas zu bearbeiten. Alle haben etwas loszulassen. Ne? Das ist ja klar, ich bin nicht besser als du oder du bist nicht besser als ich. Das bedeutet jetzt nicht, dass wenn eine Seele eine Evolution hat, dass ich jetzt besser bin oder er ist besser als ich. Das spielt jetzt gar keine Rolle. Ne? Da spielt auch das Ego, wie du die Welt siehst, wie du quasi dich benimmst, ne, mit dieser Seele, wie du damit zurechtkommst, ne, was du machst. Sehr, sehr schön. Nämlich, lieber Krebs, wenn du jetzt sagst, ich bin wirklich in dieser Situation, dass ich hier jemanden loslasse oder ich bin gerade dabei, dann ist es schön für dich, ne? Weil so kommst du ja nicht mehr weiter. Ich könnte mir hier aber auch eine Integration vorstellen. Das ist auch sehr, sehr wichtig, dass du deine Schattenseite annimmst, dass du sagst, okay, diese Seite gehört auch zu mir. Auch meine Schwächen nehme ich an und das erweckt in dir diese Feuer. Ne? Das ist ja klar, diese Leidenschaft. Ich liebe das Leben. Weißt du, das Leben hat mir nichts gemacht, sondern ich bin derjenige oder diejenige, die etwas machen kann. Ne? Außer, wie gesagt, das gibt auch Dinge, die schicksalhaft sind. Da kannst du nichts tun. Das ist die Seele, die hat das schon sozusagen als Gepäck mitgenommen und das sollte eigentlich erledigt werden. Ne? Okay, machen wir weiter mit den Tarotkarten. Aha, guck mal, da hat sich was gedreht, die nehmen wir. Es geht hier um eine Situation, in der du sagst, nehmen und geben. Ich nehme und gebe. Ich nehme mit, ich nehme Dank und ich zeige Dankbarkeit. Ne? Ich gebe mit Liebe. Ne? Weil wenn du das nicht tust, wenn du nicht mit Liebe gibst, dann bekommst du auch das wieder zurück. Das ist ja klar. Ne? Also 6 der Münzen. Da ist jemand, der vielleicht auch zu viel gibt. Da ist doch auch jemand, der sagt, ich nehme zu viel. Ne? Das kommt ja immer drauf an. Wir werden jetzt uns hier noch die Situation anschauen, was du brauchst, lieber Krebs, was du nicht brauchst. Ne? Und wir sehen schon, es geht hier um etwas zu geben, etwas zu akzeptieren. Ne? Hier ist auch dieses Gleichgewicht nehmen und geben, ne? Auf eine gesunde Art und Weise. Hier könnte auch gut sein, du wirst hier im Positiven quasi vom Universum bedankt, wie wenn du jetzt etwas bekommst vom Universum, ne? Du bekommst deine Auszahlung, hier kommt etwas Positives auf dich zu. So, jetzt nehmen wir die Karte in der Hinsicht, was du nicht brauchst, was du jetzt gerade nicht brauchst, was dir jetzt gerade nicht gut tut, was du jetzt vermeiden sollst. Die Welt, das ist so, du bist noch nicht angekommen. Lieber Krebs, du denkst, du könntest sagen, die Welt, du hast eine große Arkane, das ist deine Seele, da ist die Seele vorhanden, aber die Seele ist noch nicht fertig. Weil die Welt gibt uns, quasi stellt uns dar, wir haben etwas beendet. Wir sind an einer Beendung. Aber du bist noch nicht fertig.
Da ist noch nicht alles drin. In diesem Stück, wo du dich jetzt gerade befindest, in Sache Liebe. Das kann gut sein, du hast so viel gegeben. Du hast immer gegeben und nie zurückbekommen. Und das merkt sich das Universum und sagt, du bist noch nicht fertig. Im Positiven, ne? Ich meine das jetzt nicht im Negativen. Wenn du jetzt Negatives gemacht hast, lieber Krebs, dann weißt du es. Aber normalerweise bist du nicht so ein Mensch. Also ich kenne ganz viele Krebsmenschen, ganz, ganz viele. Und wie gesagt, wenn man auch selber ein Krebs ist, ne, und man erkennt es, dann sind eigentlich Krebsmenschen keine böse Menschen. Menschen, die dir wehtun. Außer du verletzt sie wirklich. Also du musst wirklich etwas Großes machen, um sie zu verletzen, ne? Sie sind klar öfters auch launisch, das stimmt schon. Der Krebs ist sehr, sehr launisch. Er ist ja vom Mond quasi beherrscht, hat mit dem Mond viel zu tun, hat auch einen großen Unterbewusstsein, steckt auch viel ein. Der Krebs, der steckt wirklich sehr viel ein, sage ich ja. Also bis du ihn quasi aufregst, ne, und zu dem machst, was er dann werden kann, das ist wirklich schwer. Also ich vermute ganz stark, dass du hier noch nicht fertig bist mit dieser Situation. Ne? Das könnte auch gut sein, du fühlst dich so, als ob du jetzt quasi angekommen wärst, aber das ist noch nicht so. Und falls du, weil die Welt könnte auch eine Reise sein, das könnte gut sein, dass du jetzt gerade das vermeiden solltest. Das ist nichts für dich. Wer weiß, vielleicht möchtest du irgendwo hinfahren. Und die Karten sagen dir, tu das lieber nicht. Du bist noch nicht bereit. Du bist noch nicht bereit, an dieser Situation anzukommen. Du bist noch nicht richtig angekommen, weil du hier noch arbeiten musst an dir. Ne? Das ist ja klar. Du arbeitest gerade an dir. Du musst lernen, ne? Das ist ja klar, auch zu nehmen. Das kann ja gut sein, du bist in einer Beziehung, in der du immer gibst. Ich kann das mir wirklich so vorstellen, lieber Krebs. Du gibst, du gibst, du gibst, aber du nimmst nie. Und was sollten wir? Gleichgewicht bringen in unser Leben oder allgemein auch mal den anderen zu geben, zu zeigen. Ne? Ich gebe etwas den anderen. Aber mit der Hintergedanke, dass ich das mit Liebe mache und nicht, weil ich etwas ihm gebe oder ihr gebe, damit ich etwas zurückbekomme. Das nicht. Das ist falsch. Ne? Also du solltest jetzt das vermeiden. Das tut dir jetzt nicht gut, wenn du jetzt sagst, ich mache eine Reise oder ich möchte jetzt irgendwo hinfahren. Das kann aber auch gut sein, was mir hier kommuniziert wird, dass zwischen euch zwei, du hast jemanden kennengelernt, ne? Und gerade könntest du hier sagen, ja, ich lasse ihn los. Ich lasse diese Person los oder wir haben uns losgelassen, weil hier eine Entfernung war. Wir wohnen nicht im gleichen Ort und diese Situation kann uns nirgends bringen. Das ist nicht so. Das könnte auch falsch sein. Du könntest hier eine falsche Meinung haben. Du könntest hier aber auch sagen, das ist mein Gegenüberliegender, der hier Schluss gemacht hat oder mich verlassen hat, weil wir eine große Entfernung haben. Liebe kennt keine Entfernung. Liebe kennt keine Grenzen. Liebe ist einfach Liebe. Ne? Also du bist hier noch nicht so weit. Ne? Wenn du jetzt denkst, du bist so weit, das ist noch nicht. Du bist noch nicht angekommen. Das brauchst du. Harmonie, Sonne. Positiv, positiv denken, positive Menschen. Du hast lauter große Arkane. Kompliment, lieber Krebs. Das ist sehr, sehr schön für dich selbst. Ne? Was ist eigentlich die Sonne auch? Das sage ich oft, ne, wenn du hier mir folgst. Weißt du, dass die Sonne in der Reise des Nah immer das innere Kind dargestellt wird? Und was akzeptierst du hier? Dich selbst. Ne? Es gibt Menschen, die schon von klein an anfangen, wegzustecken. Ich bin ein Mensch, in dem ich immer nur gebe. Freundschaftlich. Ich gebe immer nur den anderen, aber ich bekomme nie zurück. Jetzt erkenne ich meine Harmonie. Ich tue etwas für mich, ich stelle mich hier an die erste Stelle, ich brauche die Sonne, ich brauche die Wärme, ich brauche positive Menschen, einen positiven Umfeld. Ne? Wie gesagt, das kann gut sein, dass du mit einer Person zusammen bist, ne? Und diese Person quasi, ihr seid nicht vom gleichen Ortschaft und ihr irgendwie vielleicht das als störend empfindet oder das als Problem und das könnte ja nicht das Problem sein. Quasi, das sieht man als Problem, aber man kann das auch überwinden, weil man hier auch die Lösung finden kann. Ne? Die Sonne ist etwas Positives, die Sonne wärmt einen, gibt auch Wärme.
Und das ist ja wichtig. Du brauchst auch diese Situation, ne? Feuer, Feuer, ne? Du siehst es ja hier komplett. Also die Karten gehen hier auch in Resonanz. Sehr, sehr schön, ne? Du findest hier wieder deine Harmonie, den Gleichgewicht. Das ist ja klar, die Sonne gibt auch Harmonie, Wärme. Acht der Schwerter. Was ist hier die Situation? Das ist das Endergebnis. Das Endergebnis ist hier eine Situation, in der du sagst, ich verheddere mich selbst. Du musst hier positiv denken. Das ist das, was du brauchst. Nicht sagen, ich bin schon am Ende, ich bin schon angekommen. Du bist noch nicht angekommen. Weißt du überhaupt, lieber Krebs, wenn wir an uns arbeiten, ich kriege diese Frage öfters oder ich bekomme eine Antwort, die immer heißt, ja, wann werde ich fertig oder ich bin fertig mit der Arbeit. Ich bin fertig. Ich bin schon wirklich sehr, sehr in einem guten Punkt. Wie bitte? Wir sind nie fertig. Bis du wirklich den letzten Atemzug hast, wirst du hier arbeiten. Niemals wirst du aufhören. Also hast du schon mal gesehen, jemanden, der quasi jetzt in diese ein Mönch oder irgendjemand, der quasi in dieser spirituellen Ebene ist, der irgendwie aufhört, sich eine Pause nimmt und sagt, okay, heute praktiziere ich keine Spiritualität, weil ich so, nee. Das ist eine Lebens, quasi wie du lebst. Das ist jetzt keine Religion. Religion heißt, ich zwinge auch irgendwie, ne? Bei uns im Latein religo. Ich zwinge jemanden etwas zu tun. Das ist die Religion. Ich gebe etwas vor. Die Spiritualität, das fühlst du von innen. Du weißt, das ist mein Weg. Ich spüre das, ich mache das freiwillig, das ist meine Art und Weise. Ich mache, was ich will, ne, in dieser spirituellen Ebene. Ich mache das oder ich mache das, was mir am besten tut. Es gibt viele Menschen, die einen anderen Weg dir weisen, ne, wie sagt man das, die dich lehren auf einen anderen Weg, ne? Die sagen, du musst das und das machen. Es gibt Menschen, die sagen, ah, okay, das ist jetzt gut. Jeder hat seine Art und Weise, aber auf jeden Fall, alle Wege führen nach Rom. Du führst quasi deine Seele dahin, wo sie will. Mit welchem Weg sie dahin geht, das ist was anderes. Das ist dir überlassen. Du wählst es aus, lieber Krebs, ne? Und hier verhederst du dich. Hier hast du dich in einer Situation verhedert, die selber, du hast dich selber hier gebunden. Guck mal, das ist schön an diese Karten. Siehst du das? Sie ist hier eigentlich frei. Und sie sieht sich aber hier verheddert. Die andere Seite, sie ist blockiert. Die innere Seite ist blockiert. Der Verstand, weißt du, was ich meine? Das ist ja alles im Verstand. Wie löse ich mich jetzt? Wie kann ich mich lösen? Positiv denken. Die Sonne bringt auch dieses Positiv. Hoffnung. Lass die Seele rauskommen. Lass die Seele unbedingt rauskommen, sich manifestieren. Wenn hier diese Person oder diese Situation Schicksal ist, wirst du bestimmt diese Person begegnen. Das könnte aber auch gut sein, diese Person sagt, lass mich los, lass den Faden los. Ne? Wenn ich jetzt mir vorstelle, du hast jemanden verloren und diese Person sagt, lass mich gehen, sonst kann ich auch nicht glücklich sein. Ne? Ich bin da oben und beobachte dich. Das ist ja auch diese Schutzkarte, ne, für dich, lieber Krebs. Also wirklich, sei dir bewusst, gib die Hoffnung nicht auf, sei positiv, ne? Sei optimistisch. Nicht das Gegenteil, das bringt dich nicht weiter. Hier ist die Seele hundertprozentig, sogar sehr aktiv. Hier möchte die Seele rauskommen, hier möchte die Seele sein Gleichgewicht wieder haben. Aber du bist noch nicht fertig, du bist noch nicht richtig angekommen. Wie ich ja vorhin auch gesagt habe, du könntest dich irgendwo verheddern, du könntest sagen, oder diese Person, ja, diese Entfernung, das tut uns nicht gut. Ja, wie? Das könnte hier eine schicksalhafte Begegnung sein. Und du könntest hier etwas kaputt machen, ne? Was schön ist, das könnte ja auch gut sein, ne? Das kommt immer drauf an. Hier haben wir den König der Münzen. Es geht hier auch um diesen König der Münze. Quasi diese Situation handelt hier um diesen König der Münze. Das könnte ja aber auch deine Energie sein, dass du auch jetzt Mann bist. Du schaust dir diese Legung an, ne? Dass du jetzt quasi dieser König der Münzen bist. Das könnte auch gut sein, du hast hier die Hoffnung, dass dieser König der Münze hier quasi wieder zurückkehrt, dass du ihn wieder sehen kannst. Das kann ja aber auch ein Vater sein. Das wird mir hier auch kommuniziert.
dass gerade diese Bezugsperson, ne, an der du wirklich festgehalten hast, die war wichtig, das kann auch ein Opa sein, ne? Lieber Krebs, es gibt auch Opas, die sehr wichtig sind, ne? Also ich hatte meine Oma und meine Uroma, ne? Die waren wirklich sehr, sehr wichtig für mich. Und das gibt es ja auch, ne? Man hat seine Bezugsperson. Jetzt nehme ich nur noch eine Karte bezüglich dieser letzten. Ich möchte hier noch ein bisschen mal sehen, was hier dabei rauskommt. Mal schauen, ob das da bleibt, ne? Ob du wirklich die Lösung finden wirst. Ich sag ja, ich möchte immer das Positive aus der Situation rausholen, ne? Man kann die Karten jetzt nicht positiv einreden oder sagen, ja, das wird alles gut. Aber zumindest, ja, weil du hast hier ganz viele Wünsche. Du hast hier auch ganz viele Wünsche, die auch zu einer Illusion führen können. Stell dir mal vor, lieber Krebs, du sagst, weil das könnte ja auch gut sein, du solltest hier das vermeiden. Das ist nicht das, was du denkst. Du stellst dir vor, dass du mit dieser Frau oder mit diesem Mann gebunden bist. Dass dieser Mann, diese Frau, der Richtige oder die Richtige für dich ist. Und das ist nicht so. Das ist nicht so. Das ist nur eine Illusion von dir. Deine Illusion, deine Gefühle geben dir diese Bestätigung, aber das ist nicht so. Weil hier ist auch dieses Nehmen und Geben. Was ist das? Gebe ich nur her? Und wo bekomme ich zurück? Ne? Nee, das kann aber auch gut sein, dass diese Person auch quasi schon vergeben ist. Das kann auch gut sein. Bei sechs der Münzen ist es so eine Person, die sich auch teilen könnte. Guck mal, Enttäuschung. Ich bin in diesem Mitleidsgefühl. Da musst du rauskommen, da musst du rauskommen, lieber Krebs. Ich weiß nicht, ob das deine Vergangenheit ist und du bist schon rausgekommen. Und du sagst, okay, das alles habe ich durchgemacht, ne? Das stimmt. Ich hatte Wünsche, Äußerungen, die auch zu Illusionen geführt haben. Nur ich habe daran geglaubt, nur ich habe gegeben, weißt du? Wähle richtig, lieber Krebs. Wähle richtig, ja. Sei dir geduldig, die Mäßigkeit, ne? Warte ab. Du wirst hier bestimmt von dieser Situation im Guten rauskommen, im Gleichgewicht. Sehr, sehr schön. Du hast ja wieder eine große Arkane. Das ist kein Zufall. Finde deine innerliche Harmonie, finde deine Balance und die Mäßigkeit sagt auch, du wirst dich lösen von einer Situation, die nicht einfach war, aber du kommst von dieser Situation raus. Kompliment, lieber Krebs. Vielleicht wirst du mir auch schreiben, du, ich bin schon raus, Katja. Ich habe so viel durchgemacht mit dieser Person. Ich habe nur ständig gegeben, gegeben, aber auch freundschaftlich. Familie, das kann auch gut sein, das kann alles sein. Man gibt manchmal Personen, die uns so nahe stehen, so viel und wir bekommen aber nichts dafür. Ne? Wir geben, 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 bis einen gewissen Punkt. Und dann geht's nicht mehr. Ne? Okay, mit den Keeperskarten. Ja, die machen immer so ein Geräusch. Ich entschuldige mich. Aha. Das geht hier um eine gute Dame. Du könntest hier dargestellt, quasi dargestellt werden. Du hast hier eine starke Intuition. Du bist eine guthaftige Frau. Wenn du jetzt der Mann bist, könntest du quasi mit dieser gute Frau Kontakt haben oder quasi deine Kontrapart sein, die du erreichen möchtest. Hier haben wir wirklich eine schöne Dame. Wie gesagt, eine intuitive. Hier könnte etwas auf dich zutreffen. Auch jobmäßig. Das ist ja klar. Guck mal, mit sechs der Münzen. Das könnte hier auch ein Jobangelegenheit sein, in der du sagst, okay, ich weiß nicht, was kommt auf mich zu. Ich muss mich jetzt entscheiden können, ne? Wo bin ich gerade jobmäßig? Bin ich glücklich mit dem, was ich habe? Hier könnte es auch irgendwie mangeln. Und hier kommt irgendetwas, ne? Du könntest hier deine finanzielle Situation verbessern, ne? Ja. Du könntest hier eindeutig verbessern. Mit einem Gehaltserhöhung, dass hier die Lösung gefunden wird. Auch jobmäßig, du weißt nicht, was du tun sollst, ne? Weil hier ist auch die Wahl, ne? Das ist ja klar. Und sechste Münze kann auch das bedeuten, dass hier auf jeden Fall, guck mal, hier wird Stabilität gefunden, ne? Du könntest hier auch sagen, Stabilität in mir selbst, mit mir selbst, ne? Das ist ja klar. Und vor allem mit dieser Person, ne? Falls du jetzt sagst, ich treffe mich mit jemandem. Oder auch eine solide Basis, ne? Das ist ja klar, finanziell. Das könnte ja auch gut sein, dass du jetzt gerade
quasi dir auch Sorge machst um deine berufliche, quasi finanzielle Situation. Das ist ja klar. Wir erleben das gerade alle, lieber Krebs. Es geht nicht nur für dich so, quasi, was gerade kommt, ist nicht einfach, aber wir müssen einfach immer positiv denken, positiv bleiben und optimistisch sein auf die Situationen, die auf dich zutreffen, ne? Wer weiß, vielleicht möchtest du hier auch ein Haus erwerben oder es geht hier auch um etwas Größeres und du könntest hier auch eine positive Zusage bekommen, ne? Oder du möchtest gerade vielleicht auch umziehen, aber das ist jetzt vielleicht noch nicht der perfekte Timing. Also du setzt das jetzt einfach um, ne? Okay. Für dich. Im Kollektiven, lieber Krebs, mit den Liebesorakelkarten. Mal schauen, was sie uns geben. Ne, auch gefühlsmäßig, wie es dir gerade geht, was du brauchst, was du nicht brauchst, was du jetzt quasi machen solltest. Einsamkeit. Hier ist du sofort die Karte Einsamkeit. Ne, quasi am Ende des Orakelkarten. Hier fühlt man sich einsam. Ja? Es kann gut sein, dass dir hier der Herzensmenschen fehlt, diese Person dir fehlt. Aber weißt du, lieber Krebs, wenn diese Person die Richtige ist, dann wird sie bestimmt kommen. Aber wenn er oder sie nicht der Richtige ist oder die Richtige, dann ist es halt nun so. Ne? Da muss man das akzeptieren. Ich weiß, das ist bitter, sehr bitter. Hier geht es auch um einen Wettbewerb, aber dieser Wettbewerb, du weißt ganz genau, guck mal hier, da hast du ihn, ganz genau, gleich. Wow, fantastisch. Du musst hier beide Seiten integrieren. Die können keinen Wettbewerb machen. Das geht nicht. Du kannst nicht ständig in Konflikt sein mit dir selbst, mit der Sonne und dem Mond quasi. Dein Unterbewusstsein und deine aktive Seite. Sonnensternzeichen und Mondsternzeichen. Deswegen sage ich auch immer, was seid ihr für ein Mondsternzeichen? Das spielt eine ganz, ganz große Rolle, weil das ist deine innerliche Wahrheit, das, was du wirklich bist, ne? Du könntest sagen, ich bin Krebs und da bin ich Wassermann. Ha, Wassermann, wie ist denn Wassermann? Also eigentlich ein Gegenteil von Krebs. Frei. Frei, also überhaupt nichts mit, ich sage jetzt nicht, dass sie keine Gefühle haben, aber die haben eine ganz andere Sichtweise, die sind sehr, sehr offen, ne? Das könnte ja auch gut sein, ne? Du setzt das jetzt um, deine eigenen Konflikte quasi, der Wettbewerb, das könnte ja aber auch eine berufliche Wettbewerb sein, dass du jetzt dich quasi irgendwo beworben hast oder du möchtest hier eine Gehaltserhöhung bekommen. Kein Wunder, dass wir hier viel Geld haben, ne? Dass du hier irgendwie, ja, dich kämpfen musst, boxen musst um diese Arbeitsstelle. Abhängigkeit, ja. Das fällt dir schwer. Das ist eine Sache, die ist nicht einfach für dich, von dieser Situation rauszukommen, wegzukommen. Das ist wie wenn du auch Abhängigkeiten produziert oder quasi, wie sagt man das? Du bist wirklich an einen Punkt gekommen, an den du quasi dann, ich kann das nicht auf Deutsch, also mir fällt es nicht ein, wie ich das sagen soll. Du könntest jetzt sagen, okay, ich kann diese Person nicht vergessen und dann mache ich jetzt Dinge, die mich dann quasi ablenken, aber das ist ja auch nicht richtig. Weil immerhin hast du noch nicht den Problem gelöst, du bist noch nicht fertig. Aber du lenkst dich mit etwas ab, was dich auch abhängig machen kann. Ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Zum Beispiel Rauchen ist eine Abhängigkeit, Trinken ist eine Abhängigkeit, Shoppen, wenn man nur Geld ausgibt, das ist auch eine Abhängigkeit. Also das kommt immer drauf an, ne? Du könntest hier sagen, ich bin abhängig von dieser Situation, die ich nicht loslassen kann, ne? Nochmal eine Täuschung. Lieber Krebs, du darfst dich nicht täuschen lassen von der Situation. Du selber vor allem. Du darfst dich nicht täuschen. Du darfst dich selber nicht reinlegen. Dass du jetzt sagst, guck mal, meine Intuition, du hast sie nämlich hier, sagt mir etwas, aber ich akzeptiere diese Intuition nicht. Also täusche ich etwas vor. Das könnte aber auch gut sein, du hattest mit jemandem zu tun. Das könnte ja auch ein Arbeitskollege sein. Ne? Wir haben ja gesprochen über diesen Wettbewerb. Diese Person täuscht dir etwas vor. Ne? Du hast hier mit jemandem zu tun, der unehrlich ist. Da würde ich auch aufpassen, ne? Lieber Krebs. Das ist ja klar, eine Person, die hier eine Maske trägt und hier täuscht. Aber das ist auch deine eigene Maske. Du legst dich hier auch selber rein. Ne? Wir haben es ja vorhin gesehen, du verhedelst dich selber.
Acht der Schwerte. Was tun wir? Selber uns in einen Mechanismus rein, in dem wir dann sagen, oh Gott, Hilfe, kommen wir überhaupt wieder raus? Das ist das, ne? Das ist diese Illusion. Du lebst wahrscheinlich in deine eigene Welt auch. Du hast deine Illusion, Dinge aufgebaut, die aber nicht Wirklichkeit sind. Verstehst du, was ich meine? Aufpassen, aufpassen, lieber Krebs. Das ist jetzt hier nicht böse gemeint, aber versuch einfach optimistisch zu sein, die Dinge so zu sehen, wie sie wirklich sind. Wenn du nichts bekommst von dieser Situation, von dieser Person, dann gib auch nicht mehr her. Das ist ja klar, du kannst nicht immer ständig geben, geben, geben. Hä? Das ist nicht gesund. Das ist keine gesunde Art und Weise von Liebe. Aber auch gegenüber Freunden, Arbeitskollegen, ne? Das ist ja klar, ich rede nicht nur von der Liebe. Für dich, lieber Krebs. Das ist auf einmal dunkel geworden. Jetzt war die Sonne da und es regnet. Ja, sieht man hier trotzdem alles. Oh Mann. Ja, ich bin einfach ein Sommertyp. Ich bin ein Sommerkind. Ich brauche den Sommer. Ich brauche die Wärme. Aber Deutschland ist halt nicht so, ne? Das ist wahr. Das ist wahr, ja? Ah, guck mal. Guck mal, was sich gedreht hat. Diese Karte wollte hier genommen werden. C'è un ciclo karmico che tende a ripetersi. Aufpassen. Guck, ich sag's dir gleich. Das ist das, was ich vorhin erwähnt habe. Du bist noch nicht fertig mit der Welt. Mit der Welt, was ist es? Du hast alles, was du brauchst. Nee, das ist nicht so. Da ist etwas, was sich ständig wiederholt. Du musst aufpassen. Es gibt etwas mit anderen Menschen, mit anderen Situationen, das sich ständig wiederholt in deinem Leben. Einen Karma, den du noch nicht quasi absolviert hast, noch nicht dabei diesen Karma ja, losgelassen hast oder bearbeitet hast. Sagen wir mal bearbeitet, weil am Karma muss man arbeiten. Man muss auch daran glauben, dass man das wirklich absolviert hat. Ne? Nicht sagen, ich bin karmisch, oh Gott, ich weiß nicht, wie ich da rauskomme. Du bist Seele. Als allererstes kannst du dir behilflich sein, indem du sagst, ich bin Seele. Das ist wirklich sehr, sehr wichtig, weil die Seele kann alles hinbekommen, alles. Sie ist ja diejenige, ne, die sich inkarniert. Und da musst du vorsichtig sein, weil das könnte hier auch eine karmische Situation sein, aber wenn wir hier diesen Karma sehen, das könnte auch ein Karma sein, das in der Familie quasi besteht. Das ist nicht nur dein Karma, sondern wo hast du dich inkarniert? Du suchst dir ja deine Eltern aus. Die Kinder, quasi die Seelen, suchen sich seine Kinder aus. Und du hast dir diese Familie ausgesucht, damit du etwas verstehst, damit du eine Aufgabe bewältigst. Ne? Du setzt das jetzt um, wenn du jetzt sagst, ja, ich fühle, dass es irgendwie etwas Karmisches, weil das wiederholt sich. Ständig habe ich dieselbe Situation mit anderen Menschen, andere Faktoren, aber immer dieselbe Situation, immer denselben Mechanismus. Ne? Aber ich kann das mir selber nicht erklären. Guck mal, was wir hier haben. Zwischen Mann und Frau ist hier ein Kampf. Könnte ein Arbeitskollege sein, indem du sagst, hier ist ein Wettbewerb, ein wirklicher Wettbewerb. Das könnte hier aber auch deine weibliche und männliche Seite sein, die hier voll im Streit sind, die hier nicht wissen, ne? Diese Integration ist hier wichtig. Auch loszulassen hilft dir. Auch die Schattenseite. Alles hat mit Integration zu tun, mit Yin und Yang. Also lieber Krebs, ich sag mal so, das werde ich bald, ich werde bald ein Video drehen, sobald ich fertig bin. Quasi, sobald ich wirklich erlebe, was die positive Dinge sind. Ich habe mir nämlich so Stäbe bestellt, quasi, das sind so ägyptische. Ich glaube wirklich an sowas, ne? Diese Welt hat mich immer fasziniert, ne? Ich weiß nicht, wie gesagt, das kann auch mit einem früheren Leben zu tun haben. Und ich habe Stäbe gefunden, quasi, die deine weibliche Seite und deine männliche Seite integrieren können. Also ich habe wirklich positive Aspekte schon mitbekommen, auch nachts Träume, die ich mache. Aber wie gesagt, bevor ich das präsentiere, muss ich mehr Erfahrung sammeln. Ne? Und ich werde sie dann im Kanal auch zeigen und euch verlinken den Shop da, wo ich sie gekauft habe. Ich habe keine Kollaboration, quasi niemand hat mich eingeladen. Das ist alles von selbst. Ne? Ich bin selber drauf gekommen, das ist ja klar. Ja, die Wege führen immer alle zu Rom. Das ist ja klar, die Seele möchte einfach rauskommen. Und sobald ich
mehr Informationen habe, werde ich das, falls du Interesse hast. Ich lade euch immer gerne ein. Als Projektor ist es sehr wichtig, ne? Bei diesem Human Design bin ich der Projektor und ich habe gemerkt, ich brauche einfach diese Einladung. Ne? Das stimmt. Ich lade euch herzlich ein, wenn ihr Interesse habt, aber ihr müsst das nicht. Ne? Und wie gesagt, das kann auch gut sein, dass du eine Integration brauchst, ne? Von Yin und Yang. So, machen wir weiter. Oder quasi, da ist ein Kampf. Wie wenn hier, oh, schön. Wie wenn hier jetzt die weibliche Seite sagt, nein, ich habe die Macht. Die männliche Seite sagt, nein, ich habe die Macht. Beide haben die Macht. Du weißt ganz genau, die Seele kommt und inkarniert sich, aber trotzdem brauchen wir die männliche. Wir brauchen den Mann. Das ist nicht so wie diese New Age, den Ego wegnehmen, den Ego weglassen. Den Ego brauchen wir auch. Wir brauchen alles. Also solche Dinge braucht ihr gar nicht zu glauben. Osserva le sincronicità intorno a te. Du hast viele, ich kann jetzt das Wort nicht sagen auf Deutsch, das fällt mir schon auf Italienisch, also du hast wirklich immer irgendwie bekommst du Zahlen oder du merkst immer, ne? Zum Beispiel 11, 11, 12, 12, 22, 22. Das ist wie wenn man dir vom Universum, ne? Das ist ja klar, mit diesen großen Arkanen wundert es mich gar nicht. Das ist wie die Seele, wie wenn die Seele hier die ganze Zeit dir Message schickt, ne? Von da oben. Hier ist eine Hand, ne? Die dir dabei mithilft, quasi dich unterstützt, aber auch diese Person, wie wir vorhin gesagt haben, eine Person, die hier diese Dimension verlassen hat und dir auch irgendwelche Zeichen schickt. Weißt du, was ich meine? Lieber Krebs, sehr, sehr wichtig und du musst hier auch schauen, ne? Falls du jetzt sagst, ja, das stimmt, ich spüre es, aber nur wenn du das spürst, ne? Weil wir sind ganz viele. Guck mal. Bestätigung. Fidati dal tuo istinto. Bestätigung. Hier eine intuitive Frau. Du sollst hier deine Seele, quasi deine innere Stimme auch vertrauen. Hör auf deine innere Stimme. Auch wenn du jetzt ein Mann bist. Du hast auch eine weibliche Seite. Bestehe dazu. Du hast auch eine, das ist ja klar, die weibliche Seite auch aktiviert haben können. Also quasi du sagst als Mann, bin ich sehr intuitiv. Bei mir ist die weibliche Seite mehr aktiviert als die männliche. Das könnte auch gut sein. Also du setzt das einfach um, weil wirklich, wenn du auf deine innere Stimme hörst, kannst du wirklich sehr viel erreichen. Optimistisch sein. Dein Gleichgewicht wieder. So, lieber Krebs, Speicherkarte war voll. Genau, also hör auf deine innere Stimme, vertrau deine innere Stimme. Sie wird dir immer weiterhelfen. Ne? Das ist ja klar. Und hier bekommst du auch, ne? Message. Das ist wie wenn du jetzt sagst, ständig bekomme ich Zeichen. Ich muss jetzt den Weg anschlagen. Okay, ich sehe die 11.11. Das ist der richtige Weg. Nee, das sind nur Beispiele, lieber Krebs. Letztendlich musst du das ja wissen, ne? Was du gerade erlebst. Okay, deine Sternzeichen quasi. Ne? Also mit welchen Sternzeichen du zu tun haben könntest oder zu tun gehabt hast. Aber auch deine eigene Energien, lieber Krebs. Das ist ja klar. Du nimmst das mit der Pinzette, das sage ich immer. Das muss nicht mit dir in Resonanz gehen. Du kannst auch sagen, das hat nichts mit mir zu tun. Skorpion. Fische. Alle Erdelemente. Da hattest du auch ein Erdelement, ne? Du hast hier Stier. Du hast hier Steinbock und Jungfrau. Und zu guter Letzt alle Feuerelemente. Wahnsinn. Du hast ja fast alle außer jetzt Luft. Du hast hier Widder, Löwe und Schützelein. Nein, du setzt das um. Lieber Krebs, das ist ja klar. Ich bitte dich, nimm nicht immer alles wortwörtlich. Das sage ich so oft ich das kann. Letztendlich liegt die Kraft, quasi die Macht in deiner Hand und die Kraft genauso, das Ganze zu überwinden. Ne? Ich freue mich über einen Feedback. Ich freue mich auch, wenn du meinen Kanal abonnierst. Dann kann ich deine Energie besser lesen. Das ist ja klar. Ne? Ich freue mich auch über einen Daumen nach oben. Ich bedanke mich bei dir, lieber Krebs. Pass auf dich auf und ich wünsche dir das Allerbeste. Ne? Mach's gut. Ciao!